Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Spider-Man Remastered. Das letzte Mal hatten wir eine sehr spannende Episode, in der MJ in das Penthouse von Norman Osborn eingebrochen ist und sehr, sehr viele interessante Informationen gesammelt hat. Jetzt wird es auch noch an der Zeit, Mr. Negative und Dr. Otto Octavius zu besiegen. Von dem her reisen wir einmal schnell hier hoch und machen dann mit der Story weiter. So, da drüben ist auch schon das Labor. Oh nein. Aufmachen. Ich muss die Dämonen erledigen, bevor ich Lee ins Labor folgen kann. Schalten wir die Schützen aus. Gute Nacht! Vielleicht ein Netz am Turm. Ich muss schnell durch diese Dämonen kommen, bevor Lee sich das Antiserum schnappt. Das hat nicht funktioniert. Wobei. Mehr oder weniger. Schlaf schön. Ich glaube, mit dem Rest können wir auch direkt aufräumen. Vielleicht sollte ich mich lieber anschleichen. Oh, oder wenn Spidey das schon vorhat. Ah, der hat das gemerkt. Die Dämonen haben Sable voll erwischt. Lee ist auf dem Kriegspfad. Spider-Man, geh jetzt. Meine Männer regeln das. Sable? Lee hat die Agency ausgeschaltet. Die regeln gar nichts mehr. Du wurdest gewarnt, Superheld. Sable hat ihre Drohung wahrgemacht. Ich wette, diese Typen suchen keine neuen Freunde. Lass endlich unsere Agents in Ruhe, Spider-Man. Es reicht jetzt. Ihr glaubt, ich hätte eure Männer getötet? Das soll wohl ein Witz sein. Leg deinen Arzt her. Wow. Das war ja sehr fetzig mit der Kamera. Du
muss mich beeilen und reingehen. Wenn Sable doch nur ein Einsehen hätte. Wir sollten im gleichen Team spielen. Dämonen und Sable erledigt. Ab nach drinnen zu Lee. Warum bist du so schwer! Du belästigst meine Leute, zerstörst meine Ausrüstung, kostest meinen Kunden Millionen. Gib mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen soll. Okay, wir mögen einander nicht sonderlich. Aber Lee hat einen Kunden da drin im Gebäude. Und er bringt ihn um, wenn wir nichts dagegen tun. Wir können gegeneinander kämpfen oder gegen Lee, aber nicht beides. Sind wir uns einig? Du hilfst mir, Norman zu retten. Und danach keine Versprechen. Okay, gut. Lee ist außer Kontrolle. Oh. Rette du Osborn. Ich rede mit ihnen. Freunde sind gut. Okay, Lee. Das ist das Ende. Es reicht jetzt. Ja, oh. Das tut weh. Das ist Wahnsinn. Ich muss zu dem Martin Lee durchkommen, den ich kenne. Der Feast aufgebaut hat. Jetzt geht's abwärts. Kehr um, Spider-Man. Das ist zwischen mir und Osborn. Ich weiß von dem Unfall. Ich weiß, was mit ihren Eltern passiert ist. Der Unfall? Du klingst so klinisch wie Osborn. Meine Eltern starben wegen mir. Wegen dem, was Osborn mir angetan hat. Sie sind mehr als Ihre Vergangenheit. Machen Sie sich frei davon! Ich habe so sehr versucht, meine Eltern stolz zu machen, ihr Andenken zu ehren. Doch um sie wirklich zu ehren, muss Osborn Gerechtigkeit widerfahren. Ich kann das nicht zulassen, Martin! Lees Schmerz, seine Wut, sie befeuern seine Macht. Das ist die einzige Probe.
Nein! Nein, Martin! Ich sagte doch, es tut mir leid. Es war ein Unfall. Ich wollte dir helfen. Du hilfst Menschen nicht. Du benutzt sie. Martin! Das bringt ihre Eltern nicht zurück. Warum willst du diesen Abschaum unbedingt retten? Ich möchte sie retten, Martin. Rache ist keine Lösung. Kämpfen Sie! Osborn wahrer Gerechtigkeit zu, aber nicht mit ihren Mitteln. Ich höre niemals auf. Verbrechen gehen auf dein Konto! Haben wir noch irgendwas zum Werfen? Kämpfen Sie dagegen an! Nein! Osborn muss leiden! Wow! Sie können den Dämon besiegen, Martin! Den Dämon besiegen? Ich bin der Dämon! Nicht nett. Ein echt großer Dämon. Großer Dämon. Du kannst dir ein Grab mit Osborn teilen. Müssen wir hochspringen. Ja.
Das reicht! Das alles wird bald vorbei sein. Das will ich hoffen. Oh. Mann, ist der zäh. Er ist fast erledigt! Boah, da sind schon so viele von denen. Dafür bezahlen. Ich weiß. Aber das ist der falsche Weg, Martin. Nutzlos. Otto? Dein Gesichtsausdruck. Du glaubst gar nicht, wie befriedigend das ist. Bereit für deinen letzten Akt?
Hey. Hey. Wo ist Otto? Weg. Aber das ist jetzt nicht dein Problem. Er muss ins Krankenhaus. Nein, kein Krankenhaus. Feast. Ich muss mit dem Chefarzt sprechen. Hier gibt's keinen Arzt. Wer leitet das hier? Ich hauptsächlich. Okay. Es ist lange her, aber das wird schon. Ich brauch Masken, Handschuhe, alles, okay, was steril ist. Danke. Danke mir, indem du nicht stirbst. Oh mein Gott. Er wird's schaffen. Aber er braucht Ruhe. Hey, immer sachte. Wo ist May? Sie sagen, es könnte bald vorbei sein. Wo willst du hin? Ich muss Otto finden. Er hat das Antiserum. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du vielleicht nicht. Vielleicht braucht Spider-Man etwas Hilfe von seinem Freund Peter. Was? Peter half bei den Armen, weißt du noch? Wenn jemand einen Schwachpunkt findet, dann er. Schnapp sie dir, Tiger. Okay. Nein. Nein, das ist es nicht. Vielleicht diese hier? Nein. Ah. MJ hat recht. Ich habe die neurale Schnittstelle gebaut und kann sie auch zerstören. Es muss was im Labor sein, das ich nutzen kann. Wow. Okay, die Lage spitzt sich richtig zu, aber ich finde es einfach großartig gemacht, wie hier die ganze Story und die ganzen Charaktere vor allem mit ihren eigenen Geschichten ineinander verwoben sind. Und man merkt auch schon, die Teaser hier und da für die nächsten, ja, Superschurken und Helden. Und aha, also geschrieben ist das richtig, richtig gut, die Geschichte. Dann schauen wir mal, was wir im Labor so finden können. Spider-Man, hallo. Ich muss diese Nummer wechseln. Jetzt muss ich New York verlassen. Die Ereignisse geben mir zu denken. Du hast Osborn gerettet, trotz seines Hasses. Beeindruckend. Ich muss nach Hause und über mein Leben nachdenken.
Verflixt. Ich werde dich und deine Todestruppen vermissen. Meine Agents werden leider bleiben. Ich stelle unsere Arbeit in Frage, sie nicht. Und Osborn zahlt weiterhin. Es tut mir leid. Das sind ja fast gute Neuigkeiten. Allerdings, ich werde dich und deinen bizarren Humor vermissen, Spider-Man. Bis zum nächsten Mal. Was für eine seltsame, brutale Dame. Aber da scheinen wir ihr doch schon ein bisschen ans Herz gewachsen zu sein. Warnung, dies ist deine letzte Chance, Ausrüstung und Fähigkeiten vor dem Ende der Story aufzurüsten. Oh oh, da kommt das Finale. Aber, wenn wir einmal gucken, wir haben ja schon alles aufgerüstet und die Anzüge, soweit ich weiß, auch alle freigeschaltet. Zumindest haben wir den Erfolg im Steam bekommen, aber hier irgendwie gibt es doch noch ein paar Anzüge, die wir noch bekommen werden. Wir sind ja hier erst bei 80%. Wir schaffen das Unmögliche, Doc. Aber ich muss es zerstören. Mit einer kleinen Eigenkreation. Einmal melden wir uns mit Live-Bildern von Bürgermeister Osborn, gefangen auf dem Dach des Oscorp Tower. Soll ich etwa betteln? Das wird nicht passieren. Die Welt wird die Wahrheit erfahren, bevor sie dich vom Gehsteig kratzen. Sag ihnen, was du getan hast! Ich... niemals! Ja! Alles, was du hast, gründet sich auf Lügen! Lügen! Ja! Du nahmst mir meine Firma, meine Ideen! Jetzt... die Wahrheit! Die Wahrheit. Okay. Die Wahrheit ist, deine einzige erfolgreiche Arbeit war die mit mir. Die Wahrheit ist, du hast nie akzeptiert, dass ich besser bin als du. Du bist ein Versager, Otto. Und wirst es immer sein. Geben Sie mir das Antiserum. Otto, Sie haben Ihr ganzes Leben den Menschen geholfen. Du kämpfst gegen den Falschen. Aber wie du meinst.
Wir haben nicht viel Zeit! Bitte! Ich übergebe das Antiserum, wenn Osborn für seine Taten büßt! Oh. Ich weiß noch gar nicht, was er alles kann. Geben Sie mir das Antiserum! Sie haben Osborn doch bereits ruiniert! Nein! Er fällt immer auf die Füße! Er muss alles verlieren! Ein schöner neuer Anzug wird nicht helfen. Ich kenne Ihre Schwächen. Ich habe keine Schwächen. Genug gespielt. Beeilung. Oh je. Schnell hoch. Sie brauchen das Antiserum jetzt! Ich heile die Stadt, nachdem Osborn erledigt ist! Gibt es noch irgendwas, was wir auf ihn werfen können? Ich werde die Stadt retten! Dann tun wir, was immer Sie wollen! Ich weiß bereits, was ich will! Jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dir weh tue! Wir müssen ihn noch ein bisschen mehr einspinnen. Wie viel zahlt Osborn, damit du ihn beschützt? Ich beschütze ihn nicht! Ich will nur die Stadt retten! Stimmt, wir müssten eigentlich einmal kurz gucken, was unsere Anzugskraft ist. Du verschwendest meine Zeit! Das interessiert mich. Über das Nanogewebe werden die Schüsse des aktuellen Geräts ständig aufgefüllt. Ah. Dann können wir ein bisschen unsere Gadgets immer wieder auffüllen. Das ist gut. Glaube ich, dass vier Arme so viele Probleme machen plötzlich. Oh, nicht schon wieder.
Oh, ich habe natürlich das falsche Gerät ausgewählt. Sie wussten es? Ich wollte sie warnen. Aber sie hörten mir nicht zu. Sie wussten es. Du wirst nicht siegen. Das bedeutet mir zu viel. Sicher nicht mehr. Halt's mir! Das verstehst du nicht! Du hast nie so gelitten wie ich! Du solltest mir helfen! Hab mich! Bitte! Denken Sie daran, wer Sie waren! Dieser Mann ist tot! Du kannst mich nicht retten, Peter! Dann müssen Sie sich wohl selbst retten! Sie waren mein Held! Sie waren so wichtig für mich! Ich hasse es, dass sie mich dazu bringen! Wir wollten die Welt verändern! Sie sehen müde aus, Parker. Nicht müde! Nur verletzt! Otto! Stopp! Oh. Wenn man die Welt verändern will, muss man bereit sein, auch die härtesten Entscheidungen zu treffen. Das ist wirklich wahr! Nein! Nein! Das Antiserum! Ah!
Peter. Sie waren wie ein Sohn für mich. Ich hätte wissen müssen, dass sie sich auch gegen mich stellen, so wie alle anderen. Gegen? Gegen? Ich habe sie angebetet, ihren Geist, ihr Bestreben, anderen zu helfen. Und wie sie nie aufgaben. Weil Menschen wie wir eine Pflicht haben, eine Verantwortung, unsere Talente für andere zu nutzen. Auch wenn diese es nicht schätzen. Wir müssen für die sorgen, die unter uns stehen. Ob sie es begreifen oder nicht. Nein, das ist falsch! Sie sind das, was ich immer sein wollte! Und sie haben alles weggeworfen! Ja, natürlich. Sie haben recht, Peter. Das ist mir jetzt klar. Die neurale Schnittstelle beeinflusste mich. Aber das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Zusammen. Wenn Sie mir helfen. Ich werde tun, was ich kann. Ich sorge für die beste Hilfe. Nein! Wenn Sie mich einsperren, nehmen Sie mir meine Arme! Dann bin ich in diesem nutzlosen Körper gefangen! Bitte, Peter. Das war nicht ich. Sie haben gesagt, Sie lassen mich nicht im Stich. Niemals. Wissen Sie noch? Und natürlich, keine Sorge. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Doc. Mehr kann niemand von uns tun. Peter? Auch wenn es unendlich wehtut. Peter, wo wollen Sie hin? Peter? Peter! Noch verwendbar. Aber wir brauchen die gesamte Probe, um mehr zu produzieren. Wie lange dauert das? Stunden. Vielleicht einen Tag. Und wenn wir jetzt damit jemanden heilen? Dann bleibt nicht genug für die anderen. Ich lass dich kurz allein. Es wird alles wieder gut, Ma'am. Ich habe das Gegenmittel hier. Nimm deine Maske ab. Ich würde gern meinen Neffen sehen. Du weißt es? Schon eine ganze Weile. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst. Das tat ich. Und ich bin so stolz auf dich. Und Ben wäre es auch. All die Leute, die du gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Doch, das weißt du. Thank you.
Also? Hi, Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Glückwunsch. Danke. Ich wusste, du schaffst das. Was ist mit dir? Was gefunden? Oh, nein, aber... Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Mhm. Ich dachte, ich sollte vielleicht den Beruf wechseln. Hm? Ja, ich glaube, ich möchte Koch werden. Tut mir leid. Es ist... Du bist Wissenschaftler. Ein guter. Mein letztes Projekt brachte einen Monster-Oktopus hervor, der fast die Stadt vernichtet hätte, also... Ja. Ich meine, du machst ein tolles Hähnchencurry. Oh ja, an den Knödeln arbeite ich noch. Gehst du campen? Oh, meine neue Wohnung ist erst in einer Woche fertig, also werde ich erstmal bei Miles übernachten. Oh. Weißt du, du kannst jederzeit bei mir wohnen. Nur wenn du willst. Nein, ich meine ja, ich meine, nein, ich will nicht, das heißt, ich würde wollen, aber nur wenn du es willst. Ich habe es immer gewollt. Ich auch. Wow. Und damit haben wir Spider-Man Remastered durchgespielt. Was für ein krasses Finale. Wieder alles super inszeniert. Sah auch sehr cinematisch aus und ja, hat mir durchwegs sehr gut gefallen. Wir sind natürlich noch nicht vollständig fertig mit dem Let's Play. Wir haben ja noch die eine Nebenaufgabe in Greenwich, die wir gesehen haben. Und auch die DLCs warten noch auf uns. Das heißt, da haben wir 3 Episoden, in denen wir wahrscheinlich auch nochmal auf Silver Sable treffen werden. Und dann geht es ja auch bald schon weiter mit Spider-Man Miles Morales. Von dem her vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.
Tja, ich bin kein Experte oder so, aber es liegt wohl daran, wie du sie fragst. Ich glaube, ich bin zu nervös. Hey, okay, wo soll das hier hin? Einfach dahin. Okay. Hey, also, Pete? Ja? Ich muss mit dir über was sprechen, was ich meiner Mom nicht erzählen kann. Über was denn? Tja, bei mir passiert irgendwas. Also, körperlich. Oh. Oh. Ja, du bist jetzt in dem Alter, in dem dein Körper sich verändert und es gibt da gewisse, Bereiche. Nein. Nicht das. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es dir zeige. Ja, genau. Nein, bitte tu's nicht! Ganz schön schräg, was? Wie man's nimmt. Wir waren dicht dran. Ich mache weiter. Ich finde ein Heilmittel. Das werde ich. Ich liebe dich, Sohn.